Guten Morgen, ich bin Chatham und willkommen zurück zu Marvel Contest of Champions. Ich werde euch heute so ein wenig das Kampfsystem erklären und damit einhergehend auch einen sehr wichtigen Bestandteil vom Spiel, also jetzt nicht nur das Kampfsystem, sondern auch die Masteries oder die Meisterungen. Und ich würde sagen, mit denen fange ich mal an, weil das wäre chronologisch, glaube ich, einfach so ziemlich das Intelligenteste, um ehrlich zu sein. Und zwar gehe ich dafür auf die Masteries, genau. Bei den Masteries haben wir drei verschiedene Bäume. Offense, Defense und Proficiencies. Also im Prinzip Offensive, Defensive und Nutzen. Die Offensive, der offensive Baum beruht sich vor allem darauf, dass eben so Werte wie Attack Rating oder Critical Hit Rating gestärkt werden. Dafür ist beispielsweise diese Mastery ganz gut. Da kann man Punkte rein investieren, generell in diese ganzen Masteries. Diese Punkte bekommt man durch zwei verschiedene Quellen. Zum einen durch ein Level-Up. Dazu muss man sagen, Level 60 ist Maximum-Level, also mehr kann ich nicht bekommen. Oder indem man, da gehe ich mal ganz kurz hin, in der Story Akt 4 im Akt 4 eben Missionen abschließt oder halt nicht Missionen, hier Chapters, also Kapitel abschließt, 100%, da bekommst du den Mastery Point. Was genau die Story-Missionen sind, da gehe ich in einem weiteren Video dann darauf ein. Aber auf jeden Fall komme ich gerade nicht auf die Masteries zurück. Also, wie man sieht. Ah, jetzt, okay. Daher bekommt man eben die Mastery-Punkte. Die Mastery-Punkte kannst du investieren in eben verschiedene Meisterungen. Und die Mastery, die ich gerade eben gezeigt habe, also hier beispielsweise Greater Strength, da habe ich 9 Punkte rein investiert und dadurch haben all meine Champions 8% höheren, einen höheren Attack-Rating. Oder beispielsweise hier Precision. Die Critical Rating würde um 425 erhöht werden. Der wichtigste Mastery Baum, der für das heutige Video wichtig ist, ist allerdings der hier, der Proficiencies Baum. Hier gibt es nämlich die Mastery Dexterity, was im Prinzip heißt, wenn ich im richtigen Zeitpunkt zurückweiche, dann kann ich eine Attacke ausweichen. Beispielsweise Special Attacks. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und Parry ist die andere wichtige, da ist es nämlich so, wenn ich im richtigen Zeitpunkt quasi blocke, dann wird der Gegner gestunt. So, und das sind eigentlich die beiden essentiell wichtigen Masteries, die man braucht, um in diesem Spiel voranzukommen. Und um das Ganze jetzt einfach mal hier ein bisschen zu zeigen, habe ich mir gedacht, ich gehe einfach mal ins Realm of Legends, was genau das ist, werde ich vielleicht auch irgendwann mal noch erklären. Und werde einfach mal euch eben zeigen, wie das Kampfsystem generell funktioniert und auch wie diese Masteries, diese beiden Parry und Dexterity, da mitspielen. Und zwar, genau, wir gehen jetzt hier einfach mal mit Blade rein. So, dann sehen wir nämlich direkt das Kampfsystem. Es ist im Prinzip 1 gegen 1, Champion gegen Champion, in einem Street Fighter-mäßigen Stil. Und jetzt ist es eben so, ich kann beispielsweise zurückweichen, indem ich nach links ausweiche. Jetzt haben wir gesehen, ich habe pariert, dadurch wird der Gegner gestunt und ich kann quasi eine Combo machen. Eine Combo besteht im Regelfall aus 5 Hits. Wenn ich nach rechts streiche, dann mache ich quasi einen mittleren Angriff. Mittlere Angriffe machen mehr Schaden und bei diversen Champions haben wir auch zusätzliche Effekte, beispielsweise bei Ghost Rider. Jetzt sehen wir auch, ich kann zurückweichen. Haben wir auch gerade gesehen, er hat eine Special Attack aktiviert. Und ich bin quasi ausgewichen. Beziehungsweise, das können wir eben gucken, ob wir das nochmal hinbekommen. Er hat jetzt einen grünen Balken und aktiviert jetzt eine Special Attack. Und die Kugeln, die er geschossen hat, den kann man im Regelfall nicht ausweichen. Durch Dexterity ist das möglich. Sodass ich eben quasi jetzt durch die Kugeln keinen Schaden bekomme. Indem ich im richtigen Moment zurückweiche. Jetzt ist es so, wenn ich zwei Balken habe, dann aktiviere ich logischerweise eine Special 2. Wenn ich mich dazu entscheide, eine Special Attack zu aktivieren, oder aber, da kommen wir jetzt direkt zum dritten Balken.
Wenn ich alle drei Balken aktiviere, dann kann ich eine Special 3 aktivieren. Die ist in gar keinem Fall blockbar. Wenn der Gegner eine Special 3 aktiviert, dann bekommst du Schaden. Garantiert. Und wir haben jetzt gesehen, eine Spezialmechanik von 5-Star-Champions. Da werde ich vielleicht gucken, dass ich gerade mal eben nochmal eine Special 3 hinbekomme. Das haben wie gesagt nur die 5-Star-Champions. Wenn ich eine Special 3 aktiviere, dann läuft unten ein Balken durch. Wenn ich da im richtigen Moment drücke, dann mache ich ein wenig mehr Schaden. So. Wenn ich den grünen Balken treffe, der halt logischerweise kleiner ist, dann bekommt meine Special Attack plus 20% Schaden. Und wenn ich den gelben Bereich treffe, bekommt meine Special Attack plus 12% Schaden. Genau, das war's eigentlich. Wenn ich jetzt auf den rechten Rand des Bildschirms tippe und gedrückt halte, aktiviere ich eine Heavy Attack. Die sieht bei Blade jetzt beispielsweise so aus. Die kann bei einigen Champions, wie Hyperion beispielsweise oder auch mal wieder Ghost Rider, auch Special Effects haben. Wenn ich auf den linken, Rand des Bildschirms tippe und gedrückt halte, dann blocke ich. Was halt auch für Parry beispielsweise wichtig ist, weil da muss ich blocken im richtigen Moment, damit quasi die Parry ausgeführt wird. Eine Combo, wie gesagt, besteht im Regelfall aus 5 Hits. Die Standard-Combo sieht eigentlich so aus, mittlere Attacke, leicht und dann mittel. Es ist nämlich so, wenn ich eine mittlere Attacke mache, dann ist meine Combo beendet. Oder halt eine zweite mittlere Attacke. Des Weiteren muss man sagen, eine mittlere Attacke, da stoße ich auch so vor. Also quasi, ich bin jetzt rechts, mache eine mittlere Attacke, bin bei ihm. Und so geht es immer weiter. Eine zweite mittlere Attacke in einer Combo beendet diese. Also ich habe jetzt hier quasi eine Standard-Combo gemacht. Mittel, leicht, mittel, Combo beendet. Und jetzt mache ich quasi ein verfrühtes Ende einer Combo. Moment gleich, mittel, leicht, mittel, Combo beendet. Und danach kann ich auch nicht mehr angreifen. Wenn ich danach versuche, nach der Combo direkt anzugreifen, klappt das nicht. Weil da ist der Gegner schneller. Immer. Das dürfte eigentlich soweit zum Kampfsystem gewesen sein. Bin ich mir relativ sicher. Was wir jetzt noch machen eben. Oder machen wir jetzt noch was? Weiß ich gerade gar nicht, genau. Doch, uns war noch ein kleiner Nachtrag zu der Arena vom letzten Mal, weil jetzt kennen wir das Kampfsystem. Jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie denn ein Arena-Kampf abläuft. Und die sind eigentlich gar nicht so anders zu den Story-Kämpfen, wie wir gerade einen hatten. Der einzige Unterschied ist im Prinzip nur, wie du deine Champions auswählst. Bei einer Story ist es so, oder bei einer Mission generell, du kannst 5 Champions mit reinbringen. Und im Regelfall halt ohne Beschränkung. Jetzt gehen wir hier mal beispielsweise in die, gehen wir mal in die Summoner Trials Arena. Hier kann ich jetzt auswählen, 3 meiner 2-Star-Champions. Die 3 kann ich hier nicht wählen, weil mit denen habe ich schon gekämpft. Und ich kann jetzt hier meine Allianz um Hilfe bitten. Dann bekommen die quasi die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und ersparen mir damit ein wenig Recharge-Zeit. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt Champions benutze, dann kann ich die erst nach 2 Stunden wieder benutzen oder im Falle von 5-Star-Champions nach 8 Stunden erst wieder. Oder bei 6-Star-Champions sind es glaube ich sogar 18 Stunden. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, könnten auch 12 sein. Es ist auf jeden Fall in der Arena so, ich kann jetzt hier 3 Champions auswählen. Und da kann ich euch jetzt auch direkt die Synergies erklären. Synergies sind nämlich, wenn ich jetzt hier quasi... Fangen wir mal anders an. Spider-Man, Stark Enhanced Spider-Man hat eine Synergy mit Iron Man und Hulkbuster. Wenn ich jetzt hier Hulkbuster quasi mitnehme, dann ist diese Synergy aktiviert. Was heißt mein Spider-Man? Bei Spider-Man Stark Enhanced ist es so, AI reboots 30% faster. Heißt im Prinzip, das erkläre ich euch dann, wenn ich Stark Enhanced Spider-Man mal als Champion an sich erkläre. Und bei Hulkbuster und Iron Man, die würden 30% mehr Special Attack Damage machen. Und genauso kann ich jetzt hier auch bei Iron Man, bei Hulkbuster eine Synergy aktivieren mit Hulk. Heißt im Prinzip plus 35% Critical Damage Rating. So, wenn ich jetzt hier 3 Champions ausgewählt habe, sollte man bei der Arena wirklich drauf schauen, dass man Champions nimmt, die im Optimalfall Synergies miteinander haben. Dann kann ich jetzt hier Find Match drücken. Und dann findet er eben ein Match.
Und dann kann ich hier auswählen zwischen drei verschiedenen Gegnern. Wichtig ist hierbei, hier wird nur einer von deren drei Champions angezeigt. Es ist nicht mal unbedingt der stärkste, sondern halt einfach nur random einer von den drei. Was ich machen kann, ist, ich kann mir anschauen, haben die ihre Special Abilities, ihre Awakened Abilities, die ich irgendwann anders nochmal erklären werde, oder nicht. Das ist das Einzige, was ich mir anzeigen kann. Beispielsweise Medusa hier hat ihre Signature Ability, ihre Awakened Ability locked, also nicht aktiviert. Und bei Storm ist diese aktiviert. Es ist immer so, man kann nach dem Team Rating gehen. Der Team Rating ist eigentlich nur die zusammengerechneten Werte von beispielsweise Hulk 828, dann die 899 von Hulkbuster und 975 von Spider-Man Stark Enhanced. Ergeben dann die 2702 Team Rating, die ich habe. Hier ist es so, die werden nach Team Rating gestaffelt, der mit dem höchsten Team Rating unten, der mit dem niedrigsten Team Rating oben, heißt im Prinzip, der mit dem untersten Team Rating ist im Regelfall der schwerste Kampf, kommt natürlich auch immer auf die Champions an. Und wenn ich jetzt hier quasi mich entscheide, ich möchte diesen Kampf haben, dann kann ich, dann sehe ich alle drei von seinen Champions, kann mir auch hier anzeigen lassen, okay, Winter Soldier hat seine Signature Ability, Black Widow hat sie gelockt und Storm hat die Special Ability aktiviert. Jetzt kann ich hier auch meine Champions ein bisschen hin und her schieben. Der Vorteil dabei ist, ich sehe quasi, wenn ich das hier jetzt so mache, dann habe ich mit Hulk einen klassen Nachteil gegen Winter Soldier. Weil Hulk quasi ein Forschungs-Champion ist und Winter Soldier ein Skill-Champion. Und auf der anderen Seite habe ich aber mit Spider-Man Stark Enhanced einen klassen Vorteil gegenüber Storm, weil Spider-Man Stark Enhanced ein Tech-Champion ist und Storm ein Mutant-Champion. Heißt im Prinzip nur, Hulk hätte jetzt ein bisschen weniger Attack-Rating und Spider-Man Stark Enhanced hätte ein bisschen mehr Attack-Rating. Genauso halt auch Winter Soldier hätte jetzt mehr Attack-Rating und Storm hätte jetzt ein bisschen weniger Attack-Rating. Relativ simpel. Jetzt kann ich hier auf Accept drücken und dann wird mir auch quasi alles angezeigt, von wegen Winter Soldier beispielsweise ist auf Rang 3, Level 30. Das Ganze ist relativ simpel zu erklären eigentlich. Ich kann Champions hochleveln. Als Beispiel, meine Champions sind auch alle Rang 3, Level 30, meine Two-Star-Champions. Aber was ich machen kann eben, wenn wir jetzt hier sind und ich habe Deadpool X-Force beispielsweise. Deadpool X-Force ist aktuell, wie wir links sehen, Rang 3, Level 30. Was heißt das konkret? Auf der anderen Seite habe ich Champions wie, nehmen wir mal Cable. Mein Cable ist aktuell auf Rang 2. Jetzt kann ich hier sogenannte Catalyst aktivieren und meinen Cable jetzt auf Rang 3 bringen. Jetzt ist mein Cable Rang 3, Level 1. Und jetzt kann ich hier quasi ein wenig von dem ISO 8, was man aus Missionen oder Kristallen bekommt, reinbringen und kann ihn jetzt ableveln. Jetzt ist mein Cable Rang 3, Level 15. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal machen, dafür brauche ich aber nochmal ein bisschen mehr ISO 8. Und zwar kann ich das Ganze so lange machen, bis mein Cable jetzt Rang 3, Level 30 ist. Danach ist er maxed out. Da geht dann quasi nichts mehr. Ab dann ist er dann wirklich, ab dann kann ich ihn auch nicht mehr einen, Moment. Dann kann ich ihn keinen Rang höher bringen. Ich kann ihn aber auch nicht mehr hochleveln. Er ist dann quasi fertig. Ich würde sagen, das mache ich später zu Ende. Jetzt zeige ich euch erstmal noch, wie die Arena abläuft konkret. So, hier war er, genau. Jetzt sehe ich quasi, ich bekomme Punkte. Je nachdem, wie stark die Gegner sind, bekomme ich mehr Punkte oder weniger. Und das Ganze, die Punkte sind auch abhängig davon, welchen Index meine Champions haben. Also wir sehen jetzt beispielsweise in dem Kampf mit Spider-Man, Stark Enhanced bekomme ich mehr Punkte als mit Hulkbuster, weil Spider-Man mehr Index hat, also mehr PI. Kann man mit dem LI von Forza vergleichen. Und ich habe aktuell einen Mal-3-Multiplikator. Es ist in der Arena so, man startet eigentlich mit einem Mal-1-Multiplikator. Wenn man das erste Mal zwei von diesen drei Kämpfen gewinnt, steigt dieser Multiplikator auf 1,25. Danach, wenn man nochmal zwei von drei Kämpfen gewinnt,
steigt er auf 1,5, dann auf 2, dann auf 2,5, dann auf 3. Bei 3 bleibt er auch. Und da bleibt er so lange, bis man eben einmal entweder nur einen oder gar keinen Kampf gewinnt in einem 3 gegen 3. Also jetzt ist es hier eben so, ich habe quasi jetzt diesen Arena-Kampf, Hulk gegen Winter Soldier, den ich mal eben mache, und so laufen Arena-Kämpfe im Optimalfall ab. Halt im Prinzip, du prügelst die Scheiße aus den Gegnern raus. Kann man eigentlich sagen. Special 2 aktiviert und dann ist er kaputt. So, jetzt sehe ich hier eben direkt, okay, ich habe den Kampf gewonnen, ich bekomme 2073 Punkte, ich bekomme ein wenig Gold und Duell-Chips oder Battle-Chips. In den Battle-Chips kann ich mir Kristalle kaufen. Aus diesen Kristallen bekomme ich dann Units, also Echtgeldwährungen oder Gold raus oder Energy-Refills oder auch in ganz seltenen Fällen einen Champion. So. Jetzt haben wir quasi auch den zweiten Kampf gewonnen. Heißt im Prinzip, jetzt habe ich die Serie schon gewonnen, also die Dreier-Serie, die habe ich schon gewonnen. Ich kann meinen Multiplikator nicht mehr verlieren, selbst wenn ich jetzt den dritten Kampf verliere. Kann ich ja mal eben machen. Komm, ich verliere jetzt mal mit Absicht den dritten Kampf. Kann zwar ein bisschen dauern, weil die KI das manchmal nicht checkt, wenn man nichts macht. Aber diese Black Widow scheint es gerade zumindest ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Man sieht auch sehr schön, wenn sie mich jetzt attackiert, wie viel Schaden sie mir genau macht. Oben links sieht man, wie viel Prozent mein Hulkbuster noch hat. Oder halt auch dementsprechend, wie viel Prozent Black Widow noch hat. So, jetzt hoffe ich mal, dass es ein bisschen schneller geht. Black Widow hat jetzt hier auch Buffs aktiviert. Da kann man jetzt auf Pause drücken. Das sind Precision und Cruelty. Das eine erhöht die Chance, dass Black Widow einen Critical Hit macht. Und das andere erhöht den Schaden, den dieser Critical Hit macht. Critical Hits sind im Prinzip relativ simpel erklärt. Critical Hits machen, sie umgehen Rüstung und machen generell halt mehr Schaden. Und jeder Champion hat halt eine Chance, X einen Critical Hit zu machen. So, jetzt sehen wir, ich habe diesen Kampf verloren, bekomme 0 Punkte, aber ich verliere meine Serie nicht. Ich verliere meinen Multiplikator nicht. So. Jetzt sehen wir auch, ich bekomme 200 Battle Chips nochmal und 50 Gold. In der Arena ist es so, oder nicht nur in der Arena, ich glaube, das ist generell so. Man bekommt pro gewonnenen Kampf nochmal 100 Battle Chips und 25 Gold. Und anhand von den Punkten bekommt man dann eben auch Milestones, aber das habe ich ja schon erklärt. Jetzt wollte ich euch nochmal eben in der Praxis nochmal zeigen, wie eine Arena-Serie aussieht. Ja, und jetzt ist es eben so, dass ich hier jetzt eben sagen kann, ey, Allianz, helf mir mal bitte, dass meine Champions refreshed werden. Und dann kann ich eben, oder dann können die anderen in den Allianz-Tab gehen, können auf Help gehen, also Hilfe. Und dann sehen wir hier beispielsweise, hier will jemand, dass ich deren Four-Star-Champion, denen helfe. Dann kann man hier auf Help drücken. Und wenn man das macht, dann geht bei denen, glaube ich, 10 Minuten von dieser Refresh-Time, die die Champions haben, ab. Des Weiteren bekomme ich auch, wenn ich hier auf Help drücke, Loyalty oder Loyalität. Loyalität ist auch sehr simpel, davon kann man sich diverse Sachen kaufen, wie Kristalle oder Boosts oder auch einen Champion. Und ja, sehr viel Info heute. Es geht auch demnächst weiter, oder was heißt weiter, es geht demnächst los damit, dass ich Champions erkläre, wie eben diverse Champions funktionieren. Ich habe jetzt im Prinzip tatsächlich schon sehr, sehr viel, wenn nicht sogar quasi das Relevanteste erklärt. Und ab dann geht's eben los, auch jetzt mit Gameplay, oder ich werde auch ab und zu mal vielleicht ein paar Kristalle öffnen. Ja, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Servus!